Hallöchen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Hier geht es wieder um das Chemistry-Update. Und zwar, wie ihr hier sehen könnt, habe ich eine Truhe vorbereitet und einen Braustand. Hier geht es heute um das Brauen von Getränken. Und zwar fangen wir gleich nochmal mit den ersten an. Hierfür brauchen wir Niederwarze. Grundsätzlich, um ein Getränk zu machen, ist die Grundlage einmal eine Wasserflasche und eine Niederwarze. Und zwar, hierfür müssen wir die Niederwarze hier rein tun und Wasserflasche hier reingeben. Jetzt wird es gebraut. Immer wenn der Pfeil nach unten verläuft und weiß angemalt wird, braut es. Jetzt haben wir einen seltsamen Trank. Den lassen wir drinnen, doch Silber tun wir hinein. Jetzt braut es wieder. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Und schon bekommen wir ein Gegengift. Und schon bekommen wir ein Gegengift. Und zwar, leider können wir es nicht trinken, aber was ich euch später zeigen werde, das ist ein Geheimnis. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Trank. Wie der Wasserflasche. Und diesmal Bismut. Aber zuerst wieder die Nähtwarze. Und Trommelwirbel, Trommelwirbel. Noch mehr Trommelwirbel. Und schon haben wir wieder einen seltsamen Trank. Und diesmal Bismut. Und zack, bekommen wir Tonicum. Wie gesagt, die Getränke können wir leider nicht trinken, aber sie dienen der Deko. Dann geht es gleich weiter mit dem nächsten Trank. Falscher Tisch. Kowalt diesmal. Hierfür brauchen wir wieder die Nähtwarze und also Trommelwirbel, 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 Trommelwirbel und wieder der seltsame Trank und dieses Mal Kobalt. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Yeah. Schon bekommen wir Elixier. Und jetzt
Calcium dieses Mal. Wieder eine Wasserflasche. Wieder Magneterwarze. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Wieder der seltsame Trank. Und diesmal Calcium. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Und jetzt bekommen wir Augentropfen. Und es gibt einen Trick, mit dem ihr mehr Tränke herstellen könnt. Derselben Art, aber drei auf einmal. Und zwar brauchen wieder eine Wasserflasche oder drei Wasserflaschen. Wieder eine Wasserflasche. Und so jetzt geben wir alle drei hinein. Und zwar brauchen wir wieder eine Nähtwarze. Trommelwirbel. Jetzt haben wir drei seltsame Tränke. Und jetzt brauchen wir Kobalt. Jetzt brauchen wir Kobalt. Trommelwirbel, 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 Trommelwirbel. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Und schon haben wir drei Elixiere. Das ist ein guter Trick, um drei Tränke auf einmal herzubekommen. Und jetzt zeige ich euch, wie man mit solchen Tränken dekorieren kann. Wir brauchen einen Gegenstandsrahmen. Gegenstandsrahmen. Hier ein, hier ein, hier ein, hier ein. Dann tun wir das Gegengift dort hinein, dort das Elixier, dort die Augentropfen und dort das Tonikum. Schon haben wir eine super Deko. Eignet sich gut für Apotheker sein. Eignet sich gut als Apothekerdeko. Oder zur Verzierung, wie zum Beispiel, wenn man Chemieblöcke, also Elementblöcke überdecken will. Damit ja keiner es merkt. Oder in einen Schrank hineintun will. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal David F. Tschüss, bis später, bis zum nächsten Video. Ciao.